Die Tourenski gehen jetzt zum Saisonstart wieder weg wie warme Semmeln. Doch wer sich Tourenski zulegen will, steht auch vor einigen Entscheidungen. Gibt es eigentlich gute und schlechte Tourenski? Und worauf musst du achten, wenn du dir dein erstes Paar Tourenski holst? Darum geht's heute. Achtung, heute sprechen wir nicht über die Schuhe und auch nicht über die Bindungen, das sind separate Videos. Es geht heute wirklich in aller Kürze nur um das Thema Ski, also den Teil, auf dem man letztlich steht. Aber das wisst ihr sicherlich, denn ihr könnt ja mit Skifahren hoffentlich was anfangen. Und da können wir auch gleich mal anfangen. Die unterschiedlichen Ski bei den Tourenski gibt es auf der einen Seite natürlich, weil es unterschiedliche Marken im Feld gibt, aber vor allem auch für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche und auch teilweise für unterschiedliche Fähigkeitsstufen. Es gibt also Ski, die eher anfängerfreundlich und Ski, die eher etwas für sehr gute Skifahrer sind. Hier nur ein kurzer Zwischeneinschub. Ganz ohne Kenntnisse im Skifahren wird es übrigens mit allen Tourenski deutlich schwerer als mit Pistenski. Das gilt auch für das Lernen allein. Das hängt wiederum damit zusammen, dass Tourenski ganz anders funktionieren als Alpinski. Der Alpinski kann ja relativ kurz sein, wenn man beispielsweise einen Slalomski fahren möchte. Er kann aber auch relativ lang sein, wenn man Racecarver fahren will. Beim Tourenski ist das anders, denn die Idee, wie ein Tourenski funktioniert, hat mit dem eines Pistenskis fast gar nichts mehr zu tun. Der Pistenski ist darauf ausgelegt, auf präparierten Pisten mit der Kante zu greifen. Dabei bestimmt die Länge, die Taillierung und auch das Gewicht die Spursicherheit und auch die Kantenlänge, die fürs Steuern letztlich ja wichtig ist. Dafür macht man beim Alpinski alles, um diese Eigenschaften anzupassen. Der Tourenski ist aber vor allem durch zwei Faktoren sehr stark geprägt. Das wäre zum einen die Tatsache, dass er im Tiefschnee auch Auftrieb braucht und zum anderen, dass er für den Aufstieg sehr leicht sein sollte. Jeder, der schon mal einen Alpinski in der Hand hatte, weiß, dass das mit Leichtigkeit gar nichts zu tun hat. Der Tourenski muss also irgendwie einen Spagat schaffen zwischen Leichtigkeit, gutem Fahrverhalten und das sowohl auf der Piste als auch im Gelände. Tja, und das schafft er nicht. Denn wir haben hier physikalische Probleme. Ultraleicht, super Auftrieb, abfahrtsorientiert und aufsteigsorientiert, alles gleichzeitig, das bringt man nicht unter einen Hut. Also musst du entscheiden, was dir wirklich wichtig ist. Dabei ist der erste Punkt die Orientierung. Will man einen aufstiegsorientierten Ski, dann sollte man diesen natürlich möglichst leicht wählen. Diese Leichtigkeit bekommen wir durch drei Faktoren: die verbauten Materialien, die Breite und die Länge des Skis. Die verbauten Materialien bestimmen oftmals auch sehr maßgeblich den Preis heutzutage. Länge und Breite sind da nicht so ausschlaggebend, bestimmen aber auch maßgeblich über die Qualität der Abfahrt. Wer sich für den Aufstieg einen sehr leichten, kurzen und schmalen Ski zulegt, der kann sicher sein, dass die Abfahrt eher anstrengend wird und die Kollegschaft gemütlicher unterwegs sein wird. Das andere Extrem wäre die Abfahrtsorientierung. Für wen der Aufstieg so oder so eine Qual ist, weil du vielleicht eigentlich einfach nur auf die Abfahrt geil bist, dann machen nur richtig breite und lange Ski wirklich viel Sinn. Die müssen auch nicht super leicht sein, denn der Tourenski spielt beim Auftrieb im Tiefschnee eine große Rolle. Je breiter die Auflagefläche im Schnee, umso mehr Auftrieb wird ganz ohne Zutun entstehen. Das macht die Fahrt insgesamt einfacher und komfortabler. Außerdem macht es für schnelle Fahrer auch Sinn, wenn der Ski etwas schwerer ist. Denn bei hohen Geschwindigkeiten kommt in einem Tourenski sehr viel Bewegung ins Spiel. Je schneller man wird, umso mehr flattert der Ski. Das wirkt sich auf die Laufruhe aus. Man fühlt sich also irgendwie unsicherer, wackeliger und unkontrollierter, je schneller man wird. Nun gibt es auch noch die Allrounder, wie ich sie persönlich zum Beispiel gerne fahre. Die sind weder aufstiegs- noch abfahrtsorientiert. Hier wird es ein bisschen schwierig. Die sind nämlich weder Fisch noch Fleisch. Bei der Abfahrt sind sie nicht ideal, sie sind im Tiefschnee und bei schlechten Bedingungen etwas bockig, auch in gewisser Weise zu schmal und im Aufstieg sind sie irgendwie wieder ein wenig zu schwer. Es ist eben ein Mittelding. Der Allrounder kann aber alles und trotzdem nichts richtig gut. Was sollte man also wählen? Man sollte für sich selbst zwei Fragen klären. Erstens, was möchte ich denn in der Praxis wirklich machen? Zweitens, was ist mir bei eben diesen Touren wirklich wichtig? Wer viele Pistenskitouren geht und schnell aufsteigen möchte, einfach um im Winter fit zu bleiben, der kommt mit einem aufstiegsorientierten Ski besser zurecht. Wer nur hochgeht, um wieder abfahren zu können, der wird mit einem abfahrtsorientierten Ski besser beraten sein. Wer einfach beides gerne macht, gern aufsteigt, gern bei allen Bedingungen abfährt und immer hin und her wechselt, der wird sich bei den Allroundern eher wohlfühlen.
Trotzdem gibt es eine wichtige Regel, die für alle Arten von Skiern gilt. Die Länge der Ski wird von der Körpergröße bestimmt. Der Grundwert dafür ist ein Ski, an der der an der Nasenspitze endet. Das sind in etwa 10 cm weniger als die eigene Körpergröße. Das wäre zum Beispiel eine gute Ausgangssituation für einen klassischen Allrounder. Kleiner als diese Größe wäre dann eher aufstiegsorientiert, da die Spitzkern leichter und die technischen Passagen leichter zu handeln sind. Länger, da führt dann wieder zu mehr Laufruhe und mehr Stabilität, aber dann eben auch wieder zu mehr Gewicht. Dann wäre dann natürlich auch noch das Thema der Breite. Ein schmaler Ski zum Beispiel bis 84 mm Mittelbreite ist aufstiegsorientiert, weil er schön leicht ist. In der Abfahrt wird er durch die schmale Eigenschaft aber sehr ungut zu fahren sein. Mittelbreite Ski von 84 bis 90 mm sind da schon eher Allround-mäßig. Sie sind relativ leicht und auch schon halbwegs gut in der Abfahrt. Abfahrtsorientierte Skibergsteiger werden erst ab 90 mm Mittelbreite wirklich glücklich. Mit diesen Skiern werden selbst schwere Bedingungen und natürlich sowieso der Tiefschnee zu einem Genuss. Jedoch werden sie durch die Breite auch ordentlich schwer und auf der Piste eher bockig. Zusammenfassend kann man sagen, will man schnell oben sein, muss der Ski leicht, schmal und eher kürzer sein. Will man gemütlich oder auch richtig spannend abfahren, dann sollte der Ski etwas länger und etwas breiter sein. Und der klassische Allrounder richtet sich nicht eben nach den Empfehlungen. Länge ungefähr bis zur Nasenspitze, Breite in etwa 88 mm um den Dreh herum. Zum Preis möchte ich noch sagen, ich weiß, es gibt Ski, die kosten doppelt so viel wie andere, der K2 Wayback zum Beispiel, da bekommt man ältere Versionen schon für 399 Euro, einen Pagoda von DPS kriegst du aber nicht mal unter 1000. Der Preis hängt sehr stark von den Materialien ab, aber eben auch von der Zielgruppe. Freerider und Ultralight-Tourengeher müssen damit rechnen, dass sie immer mehr bezahlen müssen als die Allrounder. Generell, man kriegt als Allrounder viele Dinge schon um 500 Euro. Das hängt vor allem eben mit dem extrem breiten Käuferspektrum, aber teilweise eben auch mit den eingesetzten Materialien zusammen, die den Ski dann mal schwerer oder eben auch mal leichter machen können. Deshalb für Sparfüchse würde ich auch eher ein Allrounder empfehlen. Preis, Länge, Breite, Fahreigenschaften. Für den Anfang muss man eigentlich nicht viel mehr wissen. Es gibt noch viele Details, über die man sprechen kann. Teilierung, Vorspann, Holzmaterialien im Kern und so weiter. Man kann das Thema definitiv sehr groß zerlegen. Ich will aber hier eins definitiv erwähnt haben. In der Praxis werdet ihr das für eure ersten Tourenski nicht brauchen. Ihr könnt euch natürlich bei viel Tagesfreizeit trotzdem damit auseinandersetzen, ist teilweise ganz interessant, wird aber am Anfang nicht relevant sein. Achtet also beim Kauf auf eure persönliche Orientierung und dann darf eigentlich schon nichts mehr schiefgehen. Es ist keine große Wissenschaft. Es sollte alles beim Kauf auf euer Ziel bei den Skitouren abgestimmt werden und wie das geht, das wisst ihr ja jetzt. Ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen, freue mich auf eine wunderbar starke Wintersaison, die jetzt hoffentlich bald beginnt und wünsche euch natürlich wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!